Hallo meine Freunde, ich bin's, der Olaf. Heute wollen wir uns den Task Manager oder Aufgabenverwalter mal angucken. Und da habe ich schon was vorbereitet. Tada. Jo, hier öffnet sich mein Aufgabenorganisierer. Und hier in der ersten Liste sehen wir so die ganzen Programme, die wir so haben. Und die können wir dann einfach beenden, wenn wir so draufklicken und hier so beenden. Aber es ist ja nicht so spannend. Viel spannender sind hier die Prozesse. Und da gibt es so einen Tipp, wie euer System schneller geht. Manche Prozesse verbrauchen ganz schön viel. Und vor allem so Systemprozesse, da könnt ihr einfach mal auf irgendeinen Systemprozess gehen und den einfach beenden, das ist kein Problem. Könnte zwar sein, dass ihr euren Computer nicht mehr starten könnt oder so, oder dass halt nichts mehr geht, aber das sind dann Kollateralschäden. So, gehen wir weiter. Hier sieht man so die Auslastung, also ob der jetzt gerade sehr angestrengt ist, der Computer, oder eher weniger. So, hier das Internet, also ja, verschiedene Netze, was ihr so halt habt. So, und dann hier Benutzer. Ja, das habe ich hier nicht verstanden, weil ich kenne keinen, der Administrator heißt. Da muss ich irgendjemand verschrieben haben, ja. Also, naja. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit dem kleinen Tutorial helfen. Daumen hoch, gefällt mir und ja, alles Mögliche. Favoritisieren, Freundschaftsantrag und abonnieren. Und wenn ihr hier mein Meatball-Wallpaper haben wollt, dann geht doch mal auf meinen Blog, den gibt es da zum Download. Okay, mach's gut. Tschüss.